Hallihallo, grüß euch. Heute möchte ich euch drei Tipps in der Newborn-Fotografie mitgeben. Und zwar geht es heute um den Sound, heute geht es um die Wärme und eben auch um den Duft in der neugeborenen Fotografie. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und mehr gibt es nach dem Intro. Ganz zu Beginn möchte ich euch fragen, ich hoffe, ihr versteht mich immer gut. Ich habe letztes Mal eine Anfrage bekommen, dass man mich nicht sehr gut versteht. Also an alle Freunde aus Deutschland, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und sonst bitte in den Kommentaren schreiben. Ich werde mich bemühen, dass auch ihr euch dass ihr mich auch gut versteht. Heute geht es um einfach drei Dinge, die einfach sehr wertvoll sind in der Neugeborenenfotografie. Und zwar, der erste Punkt wäre zum Beispiel der Sound. Bei mir, also wenn meine Kunden zuerst zu mir kommen, reinkommen, habe ich schon vorne beim Eingang ein Soundsystem, und zwar diese zwei Boxen. Eine davon ist immer vorne aufgestellt. So hat man schon, wenn man reinkommt, einen Wohlfühlfaktor. Man fühlt sich einfach viel wohler, wenn zum Beispiel der Ton, wenn die Musik läuft, wenn eine harmonische Musik läuft. Und so kommt man schon einfach ganz gut an und fühlt sich eben wohl. Hier drinnen, wo ich dann die Newborns fotografiere, habe ich meistens einen harmonischen Sound, eher was Yoga-Sound eingeschalten, damit es auch hier ruhig abläuft und auch, dass man halt irgendwie ein gechillter ist. Hier achtet bitte auch darauf, dass die Eltern sich wohlfühlen, weil je wohler sich die Eltern fühlen, desto wohler fühlt sich auch das Baby. Und so könnt ihr auch schauen, was könnt ihr den Eltern anbieten, damit sie runterkommen, damit sie gechillt sind, damit sie sich wohlfühlen und ihr dann einfach super Fotos von den Babys machen könnt. Und hier ist halt einfach der Sound wirklich total wichtig. Wenn ich dann später Kinder, also Geschwister noch dabei habe, dann schalte ich meistens noch eine andere Musik rein. Aber gerade bei den ersten Kindern, bei den ersten Babys, ist es meistens ein gechillter Sound und von dem her kann ich euch hier den Tipp geben, schaut mal, was möchtet ihr aufstellen, was könnt ihr aufstellen. Diese Boxen hier sind jetzt zum Beispiel für das iPhone und das werden wir euch auch verlinken, da könnt ihr gerne mal reinschauen, was es so gibt. Von diesen Boxen gibt es verschiedene und da hat man auch die Möglichkeit, mehrere irgendwo aufzustellen. Gefällt mir auch total gut, ich habe es auch oft in meinem privaten Bereich irgendwo im Bad und im Esszimmer stehen und da ist der gleiche Sound dann einfach überall. Wir werden euch auch eine Spotify-Liste zusammenstellen mit den Sounds, die wir verwenden für die Neugeborenenfotografie. Vielleicht hilft es euch. Genauso ist es, wenn die Eltern das erste Mal zu mir reinkommen und dann einfach entweder eine frische Luft haben, eine warme Luft haben, also wenn es einfach warm eingeheizt ist, wenn man sich dann einfach wohlfühlt. Gerade bei uns ist jetzt momentan Winter, da ist man dann auch froh, wenn es schön warm drinnen ist. Und eben auch hier spielt der Duft eine ganz große Rolle. Ob man sich jetzt wohlfühlt, ob man jetzt sich angekommen fühlt. Und da passt es aber ein bisschen auf, also gerade bei den Babys, bei den Neugeborenen, sie sind sehr sensibel, das heißt auch hier aufpassen, dass der Duft nicht zu stark ist und informiert euch hier auch, welche Düfte kann man für die Babys verwenden, welche tun dem Baby einfach gut. Ich weiß von einer Babykrankenschwester, dass Vanille ganz gut ist, aber hier halt auch eben wirklich leicht dosieren und aufpassen, dass es nicht gleich zu viel wird. So fühlt man sich dann einfach viel wohler bei dem Neugeborenen-Shooting. Was natürlich noch eine große Rolle spielt, ist die Wärme. Also egal wo ihr seid, wenn ihr zum Beispiel irgendwo eine Home Story macht, dann sagt es den Eltern, sie sollen wirklich warm einheizen, weil wenn man die Babys dann in die Tücher einwickelt, dass sie sich wohlfühlen und dann kann man die einen oder anderen Fotos auch
ohne die Decke machen, wo halt einfach nur mit Pampers oder eben vielleicht sogar auch nackt, dass man hier dann einfach, dass sich das Baby wohlfühlt. Was der zusätzliche Effekt ist, wir haben da immer einen Heizstrahler mit dabei, der halt einfach je nachdem, wo das Baby, ob es da unten fotografiert wird oder oben, da stelle ich dann immer was auf. Und dieser Sound ist auch total gut. Also wenn man das einschaltet, dieser Strahler läuft und die Babys fühlen sich mega wohl. Und da halt einfach auch wieder schauen, wie warm ist es, wie warm strahlt es zu dem Baby hin. Auch hier den Abstand immer aufpassen. Und im Allgemeinen heizt sich dann den Raum immer ziemlich warm ein. Also den Eltern und mir ist meistens heiß, aber dem Baby tut es gut, die fühlen sich wohl und lassen sich so natürlich dann auch viel besser fotografieren. Und das wissen meistens die Eltern, wenn man irgendwo eine Home Story macht, nicht. Deswegen gibt es ihnen den Tipp, dann fühlt sich das Baby wohler und ihr könnt die Babys dann viel besser fotografieren. Ja, das sind jetzt einmal für heute meine drei Tipps, die ich euch mitgeben kann. Also schaut drauf, welche Musik möchtet ihr anschalten, welchen Duft könnt ihr verwenden, dass sich alle wohler fühlen und auch auf die Wärme achten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Ich freue mich auch, wenn ihr meine Videos abonniert, wenn ihr zukünftig noch mehr sehen möchtet. Einfach auf das Häkchen-Abo, das ist auch gratis. Also keine Sorge, müsst ihr nichts zahlen, es ist gratis. Und schreibt in den Kommentaren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. In der Neugeborenenfotografie bin natürlich auch sehr offen dafür, Neues zu hören und vielleicht möchtet ihr da irgendwas teilen. Ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!